Fürstin Charlene, zweite Hochzeit mit Fürst Albert. Ihre Liebe hat einige Höhen und Tiefen überwunden. Wie standhaft die Ehe von Fürstin Charlene und ihrem Albert II. Ist. Soll das Paar nun mit einem zweiten Jawort zelebrieren wollen? Fürst Albert, schwere Zeiten und Sorge um Charlene. Sie hat etwas Magisches, aber natürlich auch etwas Unheimliches. Die Zahl 13. In Flugzeugen gibt es keine Sitzreihen mit dieser Ziffer. In Hotels oft kein Zimmer mit dieser Nummer. Die 13, sie steht eben für Pech und Unglück. Für Albert, 66, und Charlene, 46, könnte diese Zahl aber zu einem unvergesslichen und romantischen Ereignis führen. Die vielen Höhen und Tiefen in der Ehe des Paares sind hinreichend bekannt. Da war die erste, aber sehr lange Auszeit von Charlene. Weil ihr alles zu viel wurde. Und natürlich die ganz schlimme Phase im Jahr 2021. Wegen einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion konnte sie fast ein Jahr lang nicht von einer Südafrika-Reise nach Monaco zurückkehren. Eine echte Belastung für die Familie, für die Ehe, für die Liebe. Dennoch haben Charlene und Albert bisher alle Hürden gemeinsam gemeistert. Und in diesem Juli feiern sie schon ihren 13. Hochzeitstag. Ein Unglückstag? Nein. Fürstin Charlene? Erneuter Liebesbeweis in Planung. Der 13. Hochzeitstag wird nämlich auch Veilchenhochzeit genannt. Und das hat ganz und gar nichts mit einem blauen Auge zu tun. Vielmehr wird die Ehe mit dem zarten Pflänzchen verglichen. Eines, das sehr bescheiden ist und deswegen die besten Überlebensbedingungen hat. Ein Veilchen gilt als Sinnbild für Geduld, Hoffnung und Treue. Das alles haben Charlene und Albert in den letzten Jahren bestens bewiesen. Und dieses Jubiläum betont auch die Akzeptanz und Achtung der Ehepartner, die in den letzten gemeinsamen Jahren gewachsen sind. Das muss natürlich gefeiert werden. Wie man aus internen Kreisen hört, wollen Albert und Charlene das in Südafrika tun, mit einem zweiten Jawort. In der alten Heimat der Fürstin, mit ihren Eltern, mit ihren Freunden. Es wäre ein großes Geschenk von Albert an seine Gattin. Aber auch an die Zwillinge Jacques und Gabriella, 9, die so eine Hochzeit ihrer Eltern miterleben könnten. Während ihrer Krankheit hat Albert Charlene oft in Südafrika besucht und das Land liebgewonnen. Dann steht einer romantischen Rückkehr ja nichts mehr im Weg.